Was wir aber heute erleben in vielen Wissenschaften ist, dass man auch nach gründlichem Studium dieser Fakten vielleicht als Laie oder auch als ein fachfremder Wissenschaftler zugeben muss, ich kann es nicht verstehen. Mhm. Es übersteigt mich, mein Verständnis. Und dann kommen wir in eine Situation, wo ich als Bürger eigentlich nur noch sagen kann, ja, das muss ich eigentlich glauben oder eben nicht. Sagt die Kommunikationswissenschaftlerin Dr. Julia Seron. Und damit sind wir schon mittendrin in der ersten Folge unserer neuen Reihe Fakt und Fake. Rund um wissenschaftliche Fakten oder aber Falschmeldungen und Verschwörungstheorien. Ist Laura Räuber. Ich bin in der BADW für die digitale Kommunikation zuständig, wie die Podcasts, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BADW-Cast. Der BADW-Cast. Gefühlte Wahrheit oder das postfaktische Zeitalter sind Begriffe, die unsere Gegenwart sehr negativ beschreiben. Reine Behauptungen werden demnach immer häufiger mit wissenschaftlichen Fakten gleichgestellt. Besonders immer dann, wenn es hochemotional wird, lassen sich Meinungen leicht als Tatsachen verkaufen und selbst erklärte ExpertInnen finden auf Kanälen wie YouTube, Facebook oder dem Messenger Telegram zahlreiche Fans. Wie aber ist es um die Wissenschaftskommunikation bestellt? Wie kann sie, auch über die Corona-Pandemie hinaus, besser mit der Öffentlichkeit in Dialog treten? Und wie sachlich oder emotional kann dieser Dialog ausfallen? Darum geht es in diesem Podcast. Eine leicht gekürzte Version des Gesprächs finden Sie in Kürze auch in unserer Zeitschrift Akademie aktuell. Wir haben das Interview am 13. November 2020 in gebührendem Corona-Abstand in der Bibliothek der Bayerischen Akademie der Wissenschaften geführt. Seitdem haben Hass und Hetze gegen WissenschaftlerInnen und ExpertInnen wie den Wissenschaftler und Politiker Karl Lauterbach oder die Verschwörungsexpertin Pia Lamberti online wie auch offline noch stark zugenommen. Das Thema wird uns also wohl leider noch eine Weile beschäftigen. Julia Seron ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LMU München, unter anderem mit dem Schwerpunkt Wissenschaftskommunikation. Von 2017 bis 2020 koordinierte sie an der BADW die Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Faktizität der Welt. Zum Abschluss der Ad-Hoc-AG findet am 24.03.2021 die Veranstaltung Fakten gegen Mythen – Meinungsbildung in Zeiten der Infodemie statt. Sie ist im Livestream auf unserer Homepage badw.de zu sehen und danach zum Abruf in unserer Mediathek verfügbar. Wie auch dieser Podcast hier ist die Veranstaltung Teil unserer Reihe Fakt und Fake. Die weiteren Teile der Reihe, zum Beispiel zu den psychologischen Komponenten von Verschwörungsglauben oder zu Antisemitismus und Verschwörungstheorien, finden Sie nacheinander in unserer Mediathek. Und jetzt viel Spaß. Ich sitze hier heute mit Julia Seron. Hallo, schön, dass Sie da sind. Wir sprechen über gefühlte Wahrheit und wir sitzen dafür in gebührendem Abstand in der Bibliothek der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Wenn ein Thema hochemotional ist, kann sich wahr anfühlen, besonders wenn es meinem Wertesystem entspricht.
Dann werde ich emotional angesprochen und in diesem Gefühl bestätigt, aber wissenschaftliche Fakten sind es nicht. Donald Trumps Aussagen während seiner Präsidentschaft sind ein gutes Beispiel dafür, wie heute teils Behauptungen als Fakten verkauft werden und seine Anhänger glauben ihm, ohne das zu hinterfragen. Außerdem gibt es zahlreiche Verschwörungsmythen oder auch alternative Heilmethoden, zum Beispiel bei Krebs, die für den Patienten oder die Patientin sogar lebensbedrohlich sein können. Wir leben in postfaktischen Zeiten, hat Angela Merkel mal gesagt. Was bedeutet das? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir auch heute bei dieser Gelegenheit über dieses wichtige Thema sprechen können. Ich denke auch für die Bayerische Akademie ist das ein wichtiges Thema für alle Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die hier arbeiten und die sich darum bemühen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir haben, in diesen schwierigen Diskursen, die geführt werden, teilweise sehr emotional, versuchen, einen Beitrag zu leisten, zur Rationalisierung von Diskursen, zur Versachlichung. Was ich persönlich erlebe, ist, dass sich gerade Wissenschaftler damit auch besonders schwer tun. Es ist einiges im Umbruch, auch im Bereich der Wissenschaft. Wie gehen wir als Wissenschaftler damit um, die Beobachtungen, die Sie geschildert haben? Ich denke, das sind Beobachtungen, die wir alle teilen, die wir alle irgendwie machen, in den Medien, die wir konsumieren und auch in den persönlichen Begegnungen in der Familie, im Freundeskreis, wo wir solche Reaktionen erleben. Dafür müssen wir gar nicht so weit schauen nach Amerika, zu Donald Trump. Das sind auch Verhaltensmuster, Reaktionsmuster, die wir sicherlich auch aus eigenem Erleben schon erfahren haben. Wo beginnen wir? Ich denke, was Sie angesprochen haben, ist eben so einmal diese Emotionalisierung, die wir in den Diskursen erleben, die uns vielleicht manchmal überrascht, gerade weil es bei Themen passiert, die eben nicht rein gesellschaftspolitischer Natur sind, wo man sagt, ja, da kann man auch unterschiedliche Meinungen haben, sondern wir erleben diese Emotionalisierung gerade auch bei Themen, die eigentlich wissenschaftlicher Natur sind. Also zum Beispiel das Thema Impfen oder eben natürlich die große Debatte über den Klimawandel und zuletzt eben auch die Corona-Pandemie. Also es sind gerade auch Diskurse, bei denen es sozusagen nicht um Geschmacksfragen geht, oder um vielleicht Gerechtigkeitsfragen, sollen wir jetzt die Reichen besteuern oder nicht, sondern es sind zunächst einmal Fragen, wo wir eigentlich erwarten würden, gerade wie aus dem wissenschaftlichen Bereich, dass man da ganz sachlich und nüchtern drüber reden kann und auch muss. Und gerade da merken wir, dass die Emotionen hochkochen, bis hin zu einer wirklichen Gewaltbereitschaft, die wir erleben, die auch sicherlich vielen Menschen Angst macht. Das Erste, was ich denke, was auch wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt, welche Rolle spielen Emotionen denn in diesen Diskursen? Und ich möchte dazu raten, dass man nicht vorschnell diese Emotionen ausklammert und sagt, das ist schlecht für den Diskurs. Denn ich denke, dass Emotionen etwas sehr Natürliches sind, eine normale menschliche Reaktion, und dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auch damit rechnen müssen, dass gerade auch wissenschaftliches Wissen, Fakten, Emotionen hervorrufen. In dem Moment, wo sie die Akademie verlassen und in diesen öffentlichen Diskurs geraten, wenn sozusagen Luft drankommt, dann reagiert, dann reagiert dieses Wissen mit dem Sauerstoff, mit der Luft und dann kommt es zu Reaktionen, die positiv oder negativ sein können. Und ich denke, gerade die Wissenschaftskommunikation hat ja auch versucht, mit diesen Emotionen zu arbeiten, hat versucht, positive Emotionen hervorzurufen, aber es kommen eben auch negative Emotionen. Da würde ich gerne bei ein paar Sachen einhaken. Ich taste mich heran mit mehreren Fragen. Mich schockiert immer, wie bereitwillig manche Leute Aussagen zum Beispiel von PolitikerInnen oder von PseudowissenschaftlerInnen glauben. Wie konnte es so weit kommen? Wir haben das Internet, wir können über alles recherchieren, uns über alles informieren. Warum ist es so? Nun, das hat vermutlich viele Ursachen. Ich denke, ein wesentlicher Grund liegt darin, dass wissenschaftliches Wissen zunehmend komplex wird. Zunächst einmal
beruht Wissen ja darauf, also wissenschaftliches Wissen, nicht unbedingt Erfahrungswissen. Wissenschaftliches Wissen ist ja nicht das einzige Wissen, was wir haben. Wir haben ja auch persönliches Wissen, was wir aus eigener Erfahrung ansammeln, was wir aus unserer eigenen subjektiven Anschauung auch sammeln können. Und das wissenschaftliche Wissen ist ein Wissen, was in sehr komplexen Zusammenhängen entsteht. Und ich meine, dass wir mit anschauen, wie dieses Wissen immer komplexer wird, sodass selbst innerhalb bestimmter Disziplinen ein Verständnis oft nicht mehr möglich ist. Also eine hochgradige Spezialisierung. Ja? Und das berührt natürlich ein Kernargument von Wissenschaft. Denn normalerweise sagt Wissenschaft ja, das Wissen, das ich dir zur Verfügung stelle, das ist nachprüfbares Wissen. Das kannst du nachvollziehen. Denn das ist Wissen, was auf einem ganz bestimmten Wege hergestellt worden ist, also mit empirischen Methoden. Mhm. Es ist daher gültig und du kannst das bestenfalls replizieren. Und wenn es nicht replizierbar ist, wie das im sozialwissenschaftlichen Bereich oft der Fall ist, kannst du wenigstens nachvollziehen, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Und das kann ich transparent darlegen. Was wir aber heute erleben in vielen Wissenschaften ist, dass man auch nach gründlichem Studium dieser Fakten vielleicht als Laie oder auch als ein fachfremder Wissenschaftler zugeben muss, ich kann es nicht verstehen. Mhm. Es übersteigt mich, mein Verständnis. Und dann kommen wir in eine Situation, wo ich als Bürger eigentlich nur noch sagen kann, ja, das muss ich eigentlich glauben oder eben nicht. Also wissenschaftliches Wissen ist nicht mehr so teilbar, sondern wird letztendlich auch zu einer Glaubensfrage, mindestens zu einer Vertrauensfrage. Und das führt dazu, dass wissenschaftliche Fakten plötzlich auf derselben Ebene stehen wie plumpe Tatsachenbehauptungen, die völlig unbegründet in den Raum gestellt werden und die eben nicht durch empirisches Wissen hergestellt worden sind, sondern in einer bestimmten sozialen Gruppe, in einer politischen Bewegung, ja, ausgehandelt worden sind, ja. Man ist sich einig. Ja, und das ist das, was man kennt, wenn Donald Trump seine Aussagen einleitet, ja, mit a lot of people are saying oder I heard that, ja. Da wird eine Faktizität beansprucht, ja, die nicht methodisch begründet ist, sondern alleine daraus entstanden ist, dass Menschen das gesagt haben. Und das, was viele Menschen gesagt haben und was viele Menschen meinen, da muss was Wahres dran sein. Das ist dann die Logik, die dahinter steht. Und ich denke, dass dann viele Menschen das nicht mehr unterscheiden können. Was ist jetzt ein wissenschaftliches Faktum und was ist eine bloße Tatsachenbehauptung, die erst einmal ohne Begründung daherkommt und wahrscheinlich auch gar nicht begründet werden kann, das ist nachvollziehbar. Und das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass Menschen vielleicht leichtgläubig sind oder vielleicht auch ein bisschen denkfaul sind, sondern das hat auch etwas mit der Komplexität wissenschaftlichen Wissens zu tun. Wie kann die Wissenschaft darauf reagieren? Kann man die Komplexität irgendwie runterbrechen, damit Wissenschaft allseits verständlich wird? Oder gerät man durch eine zu starke Vereinfachung schnell an Grenzen? Gut, das ist einmal die Gratwanderung, die Wissenschaftskommunikation schon seit Jahren versucht zu bewältigen. Ja, dass man diese komplexen Inhalte der Forschung versucht, eben so wie Sie es gesagt haben, runterzubrechen, zu vereinfachen, aber eben nicht zu stark. Ich denke aber, was uns jetzt gerade in den letzten Jahren stärker bewusst geworden ist, ist, dass es eben nicht nur um bloße Wissensvermittlung geht. Es reicht nicht aus, die Fakten zu transportieren, Falschinformationen zu korrigieren und mit den wahren Fakten zu konfrontieren, sondern ich denke, wir müssen zum einen auch mehr Kontext liefern, den Menschen auch erklären, wie funktioniert Wissenschaft. Mhm. Denn selbst wenn der Bürger am Ende an dem Punkt ist, dass er sagt, ja, vielen Dank, aber ich habe es immer noch nicht verstanden, es ist mir einfach zu hoch, so kann er trotzdem an den Punkt geführt werden, dass er sagt, weil ich glaube diesen Wissenschaftlern, ich glaube den Forscherinnen, weil sie mir dargelegt haben, wie sie zu diesem Ergebnis gekommen sind. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass auch transparent wird,
wie gehen denn Klimaforscher, Forscherinnen vor? Wie kommen sie denn überhaupt zu diesen Aussagen und zu diesen steilen Thesen, die sie formulieren? Ja, mit welchen Methoden arbeiten sie? Warum wissen sie das eigentlich? Und warum wissen sie andere Dinge wiederum nicht? Das schafft Vertrauen in ein System. Und ich denke, das brauchen wir. Ja. Das andere ist, dass wir dieses Wissen, was wir vermitteln, auch stärker flankieren müssen durch Personen. Ja, weil wir eben konkrete Gesichter brauchen, die für dieses Wissen stehen. Mhm. Ja? Gerade wenn das Wissen sehr komplex ist und mein Verstehen übersteigt. Und gerade wenn auch noch eine gewisse Unsicherheit mit diesem Wissen verbunden ist. Weil wissenschaftliches Wissen ist ja ein Stück weit immer vorläufig und revidierbar. Dann hilft es der Bevölkerung, wenn dort bestimmte Menschen stehen, die ein Stück weit für dieses Wissen auch haften. Mhm. Mit ihrem Namen, mit ihrer Reputation. Und das ist sicherlich etwas, was für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr ungewohnt ist. Die wenigsten trauen sich in diese Öffentlichkeit hinaus. Zu Recht, denn es gibt auch viele Wissenschaftsfeinde und das projiziert sich dann direkt auf eine Person. Genau, und die Emotionen kommen dann eben auch. Und das sind ungewohnte Emotionen, die einem jetzt so im wissenschaftlichen Bereich nicht so entgegenschlagen. Es kann zwar auch auf Konferenzen manchmal ein bisschen heiß hergehen, aber das ist ein Konflikt, der im Dienste der Wahrheit steht, ja. Und diese Konflikte, die wir draußen erleben, die sind schon anderer Natur auch. Insofern müssen wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch stärker darauf vorbereiten, wie sie in diesen öffentlichen Diskursen auch Positionen beziehen können. Ich denke aber, gerade wenn man in Bereichen forscht, wo zu erwarten ist, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse erhebliche Folgen für die Gesellschaft, für die Wirtschaft, ja, für die psychosoziale Gesundheit, für die Kultur haben, dann meine ich, gehört es auch ein Stück weit zur Verantwortung des Wissenschaftlers dazu, sich diesen Diskursen zu stellen. Also ich meine, dass es nicht ausreicht, sich hinter den Methoden zu verstecken. Mhm. Denn natürlich garantieren die Methoden eine gewisse Objektivität. Das würde begründen, dass ich mich als Wissenschaftler ein Stück weit persönlich raushalte. Aber ich muss ja dazu stehen, dass letztendlich doch ich als Wissenschaftler derjenige gewesen bin, der diese Methoden angewandt hat. Mhm. Und wir wissen, dass wir da immer auch einen Spielraum haben in der Art und Weise, welche Methoden wir anwenden, in der Art und Weise, wie wir die Geräte benutzen, in der Art und Weise letztendlich auch, wie wir die Daten, die wir gewonnen haben, interpretieren. Woher rührt diese Wissenschaftsfeindlichkeit, über die wir gerade gesprochen haben, und auch der Groll auf die Medien, die sogenannte Lügenpresse? Mhm. Die Abneigung ist ja eben auch hochemotional, geht in Aggression über, teilweise in Handgreiflichkeiten gegen JournalistInnen. Es gibt Morddrohungen gegen den Virologen Christian Drosten. Diese Menschen verteidigen ihre gefühlte Wahrheit sogar mit Gewalt. Auch da haben wir es sicherlich mit komplexen Wirkungszusammenhängen zu tun. Es ist sehr schwierig, dort den Anfang zu finden und zu sagen, das war jetzt die Ursache für die Problematik. Aber was wir sicherlich sagen können, ist, dass diese Reaktion, die wir sehen, einmal ja eben eine Reaktion auf die gestiegene Komplexität unserer Gesellschaft sind und darüber hinaus auch eine Reaktion auf die Unsicherheit. Und beides, die Komplexität und die Unsicherheit, überfordern viele Menschen, und man muss auch dazu sagen, dass sie auch wenig darauf vorbereitet worden sind. Mhm. Also ich denke, dass wir aus den Entwicklungen, die wir gerade beobachten, auch den Schluss ziehen können, dass wir einmal in der Wissenschaftskommunikation neue Formate brauchen. Darüber haben wir gerade gesprochen, was das sein könnte, hinsichtlich der Kontextualisierung und auch Personalisierung von Wissenschaftskommunikation. Das zweite ist aber auch der Bereich der Medienpädagogik. Ich habe den Eindruck, dass beides, die Wissenschaftskommunikation und auch die Medienpädagogik, sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten vor allen Dingen auf Kinder, auf Jugendliche fokussiert haben. Und da haben sie ohne Zweifel Großartiges geleistet. Nicht umsonst ist ja diese Bewegung von Fridays for Future von Kindern, von Schülern ausgegangen.
Das ist ein toller Beweis, auch sicherlich für die Wirksamkeit der Arbeit von Wissenschaftskommunikatoren, die sich darum bemühen, den Klimawandel altersgerecht zu erklären. Aber wir erleben eben auch, dass andere Generationen von diesen Maßnahmen nicht erreicht worden sind und auch nicht profitiert haben. Und ich meine, dass das genau die Generationen sind, die jetzt auf die Straßen gehen und auch demonstrieren gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und Ähnliches. Ja, oder gegen den Klimawandel und Greta. Und ich denke, dass wir da auch mehr Mut brauchen. Wir brauchen eine Offensive im Bereich der Medienkompetenzförderung und im Bereich der Wissenschaftskommunikation, gerade auch im Erwachsenenbereich. Und das müssen andere Formate sein, als wir das in den Schulen umsetzen können mit Kindern, mit Jugendlichen. Ja? Da brauchen wir auch mehr Feingefühl, mehr Sensibilität, ja, für die Erfordernisse. Aber ich denke, es ist notwendig. Weil ich glaube, dass viele Menschen, gerade auch der älteren Generation, recht spät in diesen Prozess der Digitalisierung eingestiegen sind und dann sehr massiv auch konfrontiert worden sind mit den ganzen Informationen und Angeboten, die es dort gibt. Mhm. Aber wenig Durchblick haben. Die Mechanismen sind nicht klar. Genau. Sie bewegen sich sehr intuitiv in diesem Medienbereich. Sie können auch einigermaßen technisch damit umgehen, ja, mit WhatsApp oder mit Facebook oder anderen. Aber sie haben wenig Ahnung über die systemischen Zusammenhänge. Und das führt dann zu solchen paradoxen Situationen, dass sie äußerst skeptisch gegenüber den professionellen Medien sind, äußerst skeptisch gegenüber insbesondere den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, aber gleichzeitig ein enormes Vertrauen entwickeln, wenn es um WhatsApp-Nachrichten ihrer besten Freunde geht. Mhm. Ja? Oder Facebook-Filterblasen. Ja, genau. Also ich meine, gut, die Frage, ob wir jetzt in Filterblasen sind oder Echo-Chambers sind, das ist ja wissenschaftlich sehr umstritten. Die Kommunikationsforschung stellt nur fest, wir finden dafür keine Belege. Im Gegenteil, letztendlich führen uns ja auch die sozialen Medien gerade auch in Kontakt mit vielen anderen Informationen, die wir jetzt sonst wie früher aus einem Fernsehsender oder aus einer Zeitung gar nicht bekommen hätten. Also das Problem ist eigentlich weniger die Abschottung. Das Problem ist eigentlich eher, ich würde sagen, die richtige Einordnung und Bewertung dieser unterschiedlichen Informationen. Es kommt eben auch alles durcheinander. Mhm. Ja? Und gerade in den sozialen Netzwerken, ja, da haben wir eine krude Mischung, ja, von Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Und das stellt ganz hohe Anforderungen an die Rezipienten, das einordnen zu können und auch Möglichkeiten zu finden, wie kann ich das überprüfen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Mhm. Und ich denke, da muss einfach auch wir brauchen eine gesunde Mischung aus Vertrauen und Kritik. Denn Kritik ist ja eigentlich eine gute Sache. Das ist auch konstitutiv für Wissenschaft. Also eine kritische Grundhaltung ist notwendig, ja, um überhaupt einen wissenschaftlichen Fortschritt zu generieren. Und das müssen wir auch in den Bürgern fördern. Also meines Erachtens geht es ja nicht darum, ein Höchstmaß an Vertrauen zu erreichen mit den Maßnahmen, sondern ein gesundes Mischungsverhältnis von einer grundsätzlichen kritischen Haltung, aber auch mit einem begründbaren Systemvertrauen, was die Menschen meines Erachtens in unserem Land durchaus haben können, sowohl in das politische System als auch in das wissenschaftliche System, als auch in die Medien. Bestimmte Unwahrheiten, nicht nur in den sozialen Medien, erhalten sich hartnäckig, selbst wenn sie bereits wissenschaftlich widerlegt sind. Zum Beispiel hieß es früher, Autismus werde durch gefühlskalte Mütter ausgelöst, was heute hoffentlich niemand mehr glaubt, weil es einfach sämtliche Mütter von Autisten an den Pranger stellt. Und dann gab es lange den Glauben, dass Autismus durch Impfungen ausgelöst würde. Und das ist bis heute auch noch verbreitet, dass es so sei, obwohl man weiß, dass es nicht stimmt. Liegt dieser Glaube auch an der Emotionalität solcher Themen, weil dieser Einfluss von außen, dass es quasi einen Schuldigen gibt, emotionaler ist, als wenn man sagt, das sind jetzt rein genetische Faktoren und keiner kann was dafür? Genau, also gerade bei der Impfdebatte sehen wir die Gefahr auch von Pseudowissenschaft, die aussieht wie Wissenschaft, die aber letztendlich sich nicht an die Methoden hält, die die Wissenschaft vorgibt. Auch da merken wir wieder, wie wichtig das ist, den Menschen auch mehr zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Es reicht eben nicht zu sagen, US-amerikanische Forscher haben festgestellt, dass, ja, also diese typische Berichterstattung über Studienergebnisse, und das sind
Das ist ein Großteil der Wissenschaftskommunikation, die wir erleben, ein Großteil auch des Wissenschaftsjournalismus, einfach nur darin besteht, Forschungsergebnisse irgendwie zu vermitteln, sondern dass wir auch stärker und mehr darüber reden müssen, wie gut war die Studie? Wie viele Studien gibt es überhaupt zu dem Thema? Ist das die einzige, die es gibt? Wie groß war die Stichprobe? Sind das Ergebnisse, die tatsächlich auch auf Experimenten mit Menschen beruhen? Oder haben wir es hier mit Tierversuchen zu tun? Mhm. Ja? Und das ist jetzt ganz wichtig auch in der Entwicklung dieses Impfstoffes gegen Corona. Ja, dass wir auch da den Menschen vermitteln, ja, schnapp nicht die erste Information auf, die kommt, ne, sondern versuche dich aus guten Quellen zu informieren. Dass wir auch diese Instanzen, die das leisten können, sichtbarer machen. Ja? Es gibt ja Institutionen dafür, die auch, also ich denke zum Beispiel an die Cochrane Collaboration, ja, die sich bemüht, also wissenschaftliche Evidenz im medizinischen Bereich zusammenzutragen und auch sichtbar zu machen. Ich denke, dass diese Institutionen auch für die Bürger erreichbarer werden müssen. Weil wir brauchen natürlich den professionellen Journalismus, der diese Fakten auch entsprechend aufarbeitet und weitergibt. Aber wir müssen einfach auch zur Kenntnis nehmen, dass wir in einer Medienwelt leben, in der die Menschen sich solche Informationen auch selbstständiger suchen, eben zusammen googeln. Ja? Mhm. Und dann müssen solche Informationen auch auffindbar sein. Und es wird ja auch daran gearbeitet, entsprechende Plattformen zu entwickeln, also gerade im Gesundheitsbereich, die also für Bürger unmittelbar zugänglich sind. Ich denke, das ist eine ganz wichtige Entwicklung. Mhm. Wie emotional ist die Wissenschaft selbst und steht das objektiven Fakten im Weg? Das ist eine wichtige Frage, weil ich glaube, dass wir auch in der Wissenschaft noch zu wenig darüber reflektieren, wie stark wir vielleicht selber auch von Emotionen beeinflusst sind. Denn da ist natürlich dieses Selbstbild des ganz objektiven, neutralen Wissenschaftlers. Und ich meine auch, dass das gewährleistet wird durch die Methoden, die wir anwenden. Da gibt es natürlich Unterschiede in den verschiedenen Disziplinen. Aber ich denke, es wäre vermessen zu glauben, dass wir völlig frei sind von Emotionen. Alleine die Begeisterung, die mich dazu antreibt, ja, in einem bestimmten Forschungsfeld aktiv zu werden, ist ja wichtig. Und ich meine, ohne diese Begeisterung hält man das auch kaum durch. Ja? Die Langwierigkeit des Forschungsprozesses und die Geduld, die man wirklich manchmal braucht. Ne? Und dazu kommt natürlich auch der Umgang mit vielleicht Ergebnissen, die nicht so erfolgreich sind. Ja, also es gibt viele Studien, die dann anders laufen, als man sich das vorgestellt hat. Und auch da spielen Emotionen eine Rolle. Wir diskutieren ja solche Probleme wie Publication Bias, ja, dass also nur erfolgreiche Studien publiziert werden und die, bei denen irgendwas schiefgelaufen ist, dann einfach unter den Tisch fallen. Das verzerrt einfach die Wahrnehmung auch in bestimmten Bereichen ganz eklatant. Ne? Also ich denke, dass wir das vielleicht auch stärker reflektieren sollten. Ich halte das aber für kein großes Problem, denn wir haben ja Mechanismen wie Peer-Review-Verfahren, die genau auch deswegen da sind, ne? Damit Emotionen vielleicht auch der Solidarität, der Bekanntschaft oder Ähnliches dann keinen großen Einfluss gewinnen, sondern dass in einem anonymen Verfahren überprüft wird, taugen die Ergebnisse etwas, sind sie belastbar oder nicht. Aber ich denke, dass es für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr wichtig ist, darüber zu reflektieren, weil sie dann vielleicht auch mehr Verständnis dafür haben, dass solche Emotionen auch in öffentlichen Diskursen ihre Ergebnisse auftauchen. Mhm. Sie haben es ein bisschen sowieso schon gesagt, aber kann dann die Wissenschaft auch emotional kommunizieren? Und ist das notwendig, etwa um Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen oder um Klimaschutz voranzutreiben, beziehungsweise auch um Fake News zum Impfen oder zum Klimawandel gezielt entgegenzuwirken? Oder ist Emotionalität schwierig oder unwissenschaftlich? Das ist eine sehr umstrittene Frage. Wir haben das erlebt, ne, beim March for Science oder ähnlichen Ereignissen, dass Wissenschaftler wirklich auch sehr emotional eingetreten sind für ihre Positionen, aus der Angst heraus, dass sie nicht gehört werden mit ihren Ergebnissen. Und ich glaube, es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Ich halte es trotzdem für wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrer doch sachlichen und nüchternen Kommunikation bleiben. Mhm. Das muss immer im Vordergrund stehen. Denn das ist die Rolle, in der sie sprechen. Zunächst einmal sind sie wirklich Vermittler von wissenschaftlichen Fakten und nicht von emotionalen Botschaften. Sie müssen aber damit rechnen,
dass diese Fakten Emotionen hervorrufen. Und sie tun gut daran, wenn sie sich darauf vorbereiten und wenn sie auch das Publikum entsprechend auf diese Emotionen vorbereiten und dafür auch Verständnis zeigen. Und dementsprechend meine ich, dass es wichtig ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch schon ein bisschen in die Richtung von Lösungen denken. Also gerade wenn wir über Forschungsergebnisse reden, die eben ja zu Problemen führen, die Fragestellungen aufwerfen, die schwierige gesellschaftliche Entscheidungen zur Folge haben. Ich denke, dass sie ihre Rolle nicht überschreiten, wenn sie etwa den Spielraum der möglichen Interpretationen auch eingrenzen, wenn sie selber auch Hilfestellungen liefern gegenüber der Politik. Was kann man auf Basis dieser Forschungsergebnisse sagen und was nicht? Was wären denkbare Szenarien? Mhm. Wissenschaftler sind nicht in der Rolle zu entscheiden, was aufgrund ihrer Ergebnisse gemacht wird. Ich glaube auch nicht, dass das ein einzelner Wissenschaftler aus seiner Perspektive der Fachrichtung überhaupt leisten kann. Ich glaube daher auch nicht, dass Wissenschaft mit einer Stimme sprechen kann, sondern auch das ist etwas, was wir in der Wissenschaftskommunikation und gerade auch in der Politikberatung noch, meine ich, stärker auch herausarbeiten müssen, dass wir da letztendlich nicht von der Wissenschaft sprechen, sondern von vielen verschiedenen Wissenschaften, die auch mit unterschiedlichen Methoden arbeiten und die dann auch ganz unterschiedliche Probleme aufwerfen. Das haben wir in der Corona-Pandemie sehr deutlich gesehen. Das ist ja auch bemängelt worden, diese Verengung auf epidemiologische Fragestellungen, ja, die den Infektionsschutz in den Vordergrund gestellt haben, aber vielleicht andere Fragen, eben kulturelle Fragen, psychosoziale Fragen, vielleicht vernachlässigt haben. Mhm. Und dann liegt es auch im Ermessen der Politik zu entscheiden, was ist jetzt zu welchem Zeitpunkt prioritär zu behandeln. Aber die Verantwortung dafür liegt letztendlich auch bei der Politik. Ich glaube, dass das in einer demokratischen Gesellschaft ganz, ganz wichtig ist. Ja, sonst drohen wir auch in eine Expertokratie zu rutschen. Mhm. Ja. Wobei auch Politiker, PolitikerInnen diese Komplexität erstmal erfassen müssen, um so eine Entscheidung zu treffen. Genau. Und ich glaube, wir haben ja gesehen, welche Rolle auch die Wissenschaftsakademien in diesen Diskussionen gespielt haben, wie wichtig dann auch solche Stellungnahmen waren, die ja auch unter einem hohen Zeitdruck entstanden sind. Und ich denke, es ist auch deutlich geworden, dass es dann eben auch wichtig ist, diese Pluralität von Expertise auch aufzuzeigen. Da sind wir natürlich wieder bei dem Problem, dass das Ganze komplex macht. Mhm. Ja? Und diese Komplexität kann dann auch wieder zu einer Überforderung für die Bürger werden. Ja? Weil dann gibt es eben nicht eine Stellungnahme, sondern dann gibt es eben 6, 7, 8 Stellungnahmen. Mhm. Ja? Und die haben alle wieder unterschiedliche Schwerpunkte und Blickrichtungen. Und auch dann ist es wieder eine Aufgabe zu entscheiden, ja, was davon müssen wir jetzt ausdiskutieren? Ja, was davon ist jetzt zu diesem Zeitpunkt relevant? Und das sind ganz schwierige Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Aber ich glaube, dass wir gut daran tun, dass die Wissenschaftler diese Entscheidungen nicht treffen. Mhm. Weil sie dann drohen, diese Entscheidungen vielleicht doch zu einseitig zu treffen. Sie haben es gerade schon gesagt, die Wissenschaft ist sich nicht immer einig. Genauso hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass die Wissenschaft ihre Haltung auch immer mal ändert. Zu Beginn der Pandemie war der Konsens, dass Alltagsmasken wenig Nutzen haben. Inzwischen sagt man, das ist eine der effektivsten Methoden, um die Pandemie einzudämmen. Dazwischen lagen aber nur wenige Monate. Zunächst wirkt das also auch wie eine gefühlte Wahrheit der Wissenschaft. Alltagsmasken bringen nichts. Dann kamen Studien nach, Erfahrungswerte nach und man hat festgestellt, oh doch, sie bringen schon was. Einige Menschen haben diesen Umschwung der Wissenschaft angekreidet. Da entsteht also ein gewisser Vertrauensverlust. Wie kann man so einen Vertrauensverlust, also ganz allgemein, verhindern? Muss man vielleicht besser kommunizieren, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert? Genau. Also ich denke, das ist natürlich das Problem, dass Wissenschaftler selber ja auch selten davon sprechen, dass sie jetzt die Wahrheit gefunden haben, ne? Sondern sie sagen natürlich, das ist das, was wir jetzt wissen. Mhm. Also und dafür haben wir eine bestimmte Evidenz.
und vielleicht eben auch nicht. Ja, vielleicht sind es auch erstmal Hypothesen, Vermutungen, die wir haben, und es gibt bestimmte Indizien, die darauf hinweisen. Ja, Wissenschaftler kommunizieren ja sehr vorsichtig in diesen Zusammenhängen. Das wird manchmal auch im journalistischen Kontext, gerade auch von den Boulevardmedien, oft sehr, sehr zugespitzt dann formuliert. Ja, da wird dann aus der Vermutung plötzlich eine Tatsache, ja, und eine feste Wahrheitsbehauptung, was dann schwierig wieder zurückzuholen ist. Also ich sehe da auch den Journalismus in der Pflicht, die Äußerungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht zu verdrehen, sondern tatsächlich auch mit dieser Vorsicht, mit dieser Unsicherheit auch zu markieren. Und das ist vielleicht nicht immer so deutlich kommuniziert worden. Ich denke, in den professionellen Leitmedien schon. Aber wie gesagt, im Boulevardjournalismus, da muss es dann kurz und knackig rüberkommen. Und dann gehen solche Nuancen und Einschränkungen und Limitationen schnell verloren. Und das Zweite ist natürlich, aus dem politischen System sind die Menschen es gewohnt, dass man festhält an einer Position. Es ist für Politiker auch äußerst schwierig, ihre Aussagen zu revidieren. Ohne Gesichtsverlust. Mhm. Das gelingt nur wenigen. In der Regel hält man eine Position durch. Und gerade im Populismus sehen wir das. Ja? Und dafür wird dann notfalls auch wirklich die Wahrheit geopfert. Mhm. Ja? Und dann werden eben alternative Fakten konstruiert, die dann die einmal getroffene Aussage irgendwie stützen. Wissenschaft lebt von der Revision solcher Aussagen. Es ist nicht nur kein Problem, sondern es ist der Motor, der die ganze Dynamik in den Forschungsprozess hereinbringt. Und ich denke, dass das den meisten Menschen nicht bewusst ist. Und nicht nur den bildungsfernen Schichten, sondern vielleicht auch Menschen, die durchaus auch studiert haben, aber die nie in der Forschung aktiv waren. Denn viele haben einfach ihr Studium absolviert an der Universität und haben sie dann verlassen. Mhm. Und haben auch im Studium nicht vermittelt bekommen, wie Forschung eigentlich funktioniert. Also das ist auch eine Herausforderung an die Hochschullehre, dass wir auch stärker vermitteln, wie entsteht denn das Wissen, das wir lehren? Ist das immer so unumstritten? Also ich denke, es reicht auch in der Hochschullehre nicht aus, einfach Wahrheiten an die Tafel zu schreiben, ne? Sondern einfach Texte auszuteilen, ne? Sondern da müssen auch die Kontroversen sichtbar werden. Und ich denke, das ist auch etwas, was Leute dann mitnehmen aus der Universität in ihr Berufsleben hinein. Haben Sie noch ein Beispiel für gelungene Wissenschaftskommunikation oder können Sie noch mal kurz zusammenfassen, wie Wissenschaftskommunikation gelingen kann, trotz allem? Man ist natürlich versucht, jetzt auf den Podcast von Professor Drosten zu verweisen, der tatsächlich sehr erfolgreich ist. Und wir wissen auch warum, weil er sich eben die Zeit genommen hat, nicht nur Fakten rüberzubringen, sondern wirklich zu erklären und auch die Unsicherheiten und das Nichtwissen zu erklären. Und ich denke, dass das bei vielen Menschen, bei einer großen Zielgruppe auch sehr gut angekommen ist. Und er macht es sehr ruhig und sachlich, so wie Sie es gesagt haben. Er macht es nicht emotional, sondern erklärt ganz sachlich, so sieht es aus, in einer sehr aufgeheizten, wirren Zeit. Genau. Das ist aber sicherlich jetzt nicht ein Modell, wo ich jetzt sagen würde, genau so machen wir das jetzt immer. Mhm. Sondern ich denke, das ist auch etwas, was jetzt in dieser besonderen Pandemiesituation funktioniert hat. Und das hat auch so funktioniert, weil es eben auch nicht viele Experten gegeben hat, die dazu jetzt auch wirklich etwas hätten sagen können. Mhm. In anderen Bereichen in der Klimawandelforschung sieht es anders aus. Und ich glaube, dass das keine Lösung ist, jetzt den einen Podcast sozusagen zu entwickeln von dem einen Experten, der sich dazu äußert. Mhm. Ja, sondern da brauchen wir auch diese Vielstimmigkeit und die müssen wir auch aushalten. Generell meine ich, dass wir auch stärker natürlich auch schauen müssen auf die Zielgruppen, die einfach schwierig zu erreichen sind, die man auch mit so einem Podcast nicht erreicht. Wie erreicht man sie? Wie erreicht man die schwierigen Zielgruppen? Ich glaube, das Erste ist tatsächlich, dass wir uns überhaupt trauen, uns mehr mit erwachsenen Menschen zu beschäftigen. Auch wenn ich das für wichtig halte, mit Jugendlichen und Kindern zu beginnen. Mhm. Aber dass wir auch überhaupt ein älteres Publikum erreichen müssen. Und ich meine, dass das auch die persönliche Auseinandersetzung erfordert, dass wir stärker rein müssen in die Diskurse. Das eine ist, dass man tolle Formate entwickelt, Fernsehprogramme oder auch Social-Media-Kanäle oder ähnliches. Ich meine aber, dass es hilfreich wäre, gerade in den sozialen Netzwerken dorthin zu gehen, wo die Debatten stattfinden. Mhm. Also
mehr mit einer Hashtag-Logik zu arbeiten. Ja, nicht zu erwarten, dass die Leute zu mir kommen, auf mich klicken, ja, sondern dass ich mich einschalte in solche Debatten. Wir haben das erlebt, dass das so ein bisschen funktioniert hat bei der MeToo-Debatte. Ja, dass ja solche Hashtags sich auch verselbstständigen in Social Media und eine Bewegung daraus entsteht. Ja, dass überall dort, wo beispielsweise jetzt beim Klimawandel, ja, wo Fakten geleugnet werden oder Falschinformationen gegeben werden, dass die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder diejenigen, die über die Informationen verfügen, eben genau dort aktiv werden, ja, und sich einschalten und Informationen geben und verlinken. Ich denke, das wäre wichtig, weil diese Diskurse einfach einer anderen Logik, einer anderen Dynamik folgen. Und darüber kann man schon auch diese Meinungsbildung im ganz Kleinen beeinflussen. So haben wir es erlebt im Kampf gegen Rassismus, so haben wir es erlebt im Kampf gegen Diskriminierung von Minderheiten oder von Frauen. Und ich glaube, dass da schon auch Mechanismen sind, die man auch in der Wissenschaftskommunikation besser anwenden kann. Ja, zum Teil wurden ja sogar Hashtags okkupiert, wie bei den Proud Boys, wo dann die schwule Community sich das einfach zu eigen gemacht hat. Da war sie natürlich dann sichtbar. Genau, das ist aber etwas, was natürlich, das kann keine einzelne Institution leisten, sondern das ist etwas, wo sich auch die Bürger stärker engagieren müssen. Und ich denke, das ist auch etwas, wir reden ja schon lange darüber, mehr Partizipation, mehr Teilhabe in der Wissenschaftskommunikation. Aber was heißt das? Und ich denke, das heißt auch, das kann auch einschließen, Leute dazu zu befähigen und zu ermutigen, selber sich aktiver in diesen Diskursen einzuschalten. Was wir aber erleben, ist eine Polarisierung und auch Rückzugsbewegungen, ja, also eigentlich das Gegenteil, dass viele Menschen sagen, ich pack's nicht mehr, es wird mir zu viel, es reicht mir, es hat keinen Sinn, mit diesen Leuten zu reden. Mhm. Und das halte ich für eine ganz gefährliche Entwicklung. Gerade auch für Menschen aus der Forschung. Ich verstehe es, es ist nachvollziehbar. Ich verstehe es auch, man möchte sich dieser Wut nicht aussetzen. Und auch teilweise ist man ja nicht mit Argumenten konfrontiert, sondern eben nur mit bloßen Behauptungen, mit bloßen wütenden Behauptungen. Und damit umgehen zu müssen, ist schon emotional anstrengend. Genau, aber ich denke, wenn man sich damit auseinandersetzt und schaut, woher kommen diese Emotionen, dann kann man, glaube ich, schon auch Verständnis für die Menschen entwickeln. Mhm. Ja? Das heißt vielleicht nicht, dass man in jedem Rahmen und zu jeder Zeit und mit allen Leuten diesen Diskurs ja, führen muss. Also das, man tut vielleicht auch gut daran, an einem bestimmten Punkt der Diskussion zu sagen, so, jetzt ist gut, meine Zeit ist aufgebraucht oder es sind alle Argumente ausgetauscht. Aber ich meine, als grundsätzliche Haltung wäre das fatal. Weil das einfach dann auch der Wissenschaft als Arroganz und Überheblichkeit ausgelegt werden kann. Und damit spielt man letztendlich den Verschwörungstheoretikern nur in die Hand. Mhm. Ich meine, dass das eben auch eine Kompetenz der Zukunft ist, eine Diskursfähigkeit. Ja, diese Emotionen auszuhalten und sich Strategien zu entwickeln, wie man dann das Gespräch vielleicht auf die Ursachen dieser Probleme lenkt. Mhm. Ja. Und vielleicht redet man dann über ganz andere Dinge. Vielleicht redet man dann am Ende auch gar nicht mehr über den Klimawandel, sondern über die soziale Ungerechtigkeit, ja. Vielleicht über ganz andere Themen, die damit zusammenhängen. Und das ist meine Vermutung, ja. Das Problem ist ja, dass diese Themen, über die wir jetzt diskutieren, diese wissenschaftlichen Themen, die so stark polarisieren, eben gerade von diesen populistischen Bewegungen aufgegriffen werden, die ursprünglich ganz andere Themen hatten, also eigentlich eher Fragen der sozialen Gerechtigkeit. Wir hatten diese Debatte über Flüchtlinge und Migration. Die Thesen, die sie jetzt in Bezug auf wissenschaftliche Themen formulieren, sind einfach sehr anschlussfähig an solche Diskurse, weil sie immer wieder diese Meinung unterstützen, das Establishment bedient sich nur selbst und achtet nicht auf die kleinen Leute. Und das sieht man dann exemplarisch an diesem und jenem und überall. Und das ist etwas, was sozusagen dieses Glaubenssystem stabilisiert. Ja. Wenn man versucht, das zu durchbrechen und den Leuten klarzumachen, dass diese populistische Argumentation einfach zu einfach ist, ja, dann glaube ich schon, dass man auch da einen Faktor von Unsicherheit reinbringen kann, der die Leute mindestens dazu bringt, vielleicht auch mal darüber zu reflektieren, ob sie nicht da viel stärker manipuliert werden, als ihnen bewusst ist. Ja. Aber es geht nicht nur darum, da Misstrauen zu sehen, sondern wir müssen wirklich auch im positiven, konstruktiven Sinne vertrauensbildende Maßnahmen unternehmen. Ja. Und ich denke, das kommt vielleicht auch zu wenig zur Geltung. Also
Das eine ist, dass ich die Corona-Leugner, die Verschwörungstheoretiker als Lügner entlarve. Und dafür wird unheimlich scharfe Geschütze werden da aufgefahren, ja. Aber ich meine, dass das nur die halbe Miete ist. Und dass die Wissenschaft da vielleicht auch manchmal Gefahr läuft, auch viele Ressourcen reinzustecken, die man vielleicht nicht immer hat. Ich meine, dass es auch helfen würde, an anderer Stelle einfach offener und transparenter zu sein. Und das ist natürlich das, was vielleicht auch noch schwieriger ist, ja, weil das ja eben dann auch erfordert, komplexe Dinge verständlich zu erklären, weil es auch erfordert, tatsächlich eine Offenheit dafür mitzubringen, die Bürger, die Gesellschaft auch an der Forschung stärker zu beteiligen. Und ich rede jetzt auch nicht nur über Citizen Science, wo Menschen helfen, Schmetterlinge zu zählen, sondern ich rede auch über solche ethischen Fragestellungen. Wollen wir das überhaupt? Will die Gesellschaft überhaupt, dass an bestimmten Technologien weiter geforscht wird? Ich denke, das ist zum Beispiel eine wichtige Frage jetzt bei dem Thema künstliche Intelligenz. Da würde die Wissenschaft wieder den Menschen vielleicht unterstellen, dass sie das ganze Spektrum nicht erfassen können und deswegen das nicht beurteilen können. Genau, es sind ja hochkomplexe Inhalte, ja. Also auch die ethischen Fragestellungen, die dranhängen, sind ja dann ebenso komplex, weil sie... Genau, weil ja auch das ganze Anwendungsfeld sehr komplex ist. Wir reden ja hier nicht über Entwicklungen, die nur in einem bestimmten Bereich irgendwie angewandt werden, also zum Beispiel autonomes Fahren oder ähnliches, sondern wir haben jetzt noch kaum eine Vorstellung davon, in welchen Bereichen diese Technologien einmal zum Einsatz kommen. Und das erzeugt verständlicherweise Unsicherheit und sicherlich bei vielen auch verständlicherweise erst einmal eine abwartende, skeptische oder ablehnende Haltung. Ja. Und ich meine, die Lösung kann nicht sein, dann einfach damit zu reagieren, dass man sagt, hey, aber das ist ganz toll, ja, und komm, begeistere dich doch mal für künstliche Intelligenz und dann irgendwie lustige Spielzeuge zu präsentieren, die damit irgendwie möglich sind, sondern man muss diese Fragen ernst nehmen. Und ich denke, so früh wie möglich. Vielleicht hätte man das schon vor 10 Jahren machen sollen. Ja, ja. Es hätte einige Unsicherheiten auffangen können, zumindest zum Teil. Ja. Vollständig wahrscheinlich nicht. Genau, aber ich denke, diesen Verantwortungssinn, an den ich dort appelliere, auch die Folgen der eigenen Forschung auch selber abschätzen zu können und frühzeitig in einen gesellschaftlichen Diskurs einzutreten, kollidieren einfach auch mit einem bestimmten Verständnis von Wissenschaftsfreiheit. Und ich denke, dass es geht an der Stelle ja nicht in dem Sinne um eine Einschränkung oder Zensur oder ähnliches, aber ich glaube, es hilft, wenn man frühzeitig ins Gespräch kommt. Da müssen wahrscheinlich WissenschaftlerInnen auch die Wissenschaftskommunikation einfach noch mehr mitdenken. Die hat ja nicht schon immer so einen hohen Stellenwert. Das ist ja auch ein Prozess. Das wird jetzt erst. Ja, es ist, wenn überhaupt Wissenschaftskommunikation stattfindet, ja. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dann erfolgt sie einfach oft am Ende des Prozesses. Wenn dann die Ergebnisse endlich fertig sind, wenn sie denn dann auch publiziert sind, dann wird die Pressemitteilung geschrieben und dann ist das Ding raus. Und meistens kommt ja dann auch gar keine Reaktion, weil es sich versendet. Und wenn dann die Reaktion kommt, dann ist es irgendwie auch schon zu spät. Beziehungsweise dann ist schon der nächste Forschungsantrag bewilligt und dann geht es weiter. Ja? Klar. Und daraus kommt natürlich auch dann ein Gefühl, vielleicht bei der Gesellschaft einer gewissen Ohnmacht, ja? Darauf gar keinen Einfluss nehmen zu können. Wohin wir jetzt kommen, ist, dass wir auch versuchen, Wissenschaftskommunikation schon noch als Bestandteil des Forschungsprozesses zu begreifen. Dafür müssen allerdings dann auch entsprechende Kapazitäten geschaffen werden. Und dafür braucht die Wissenschaft auch Ressourcen. Denn das ist etwas, was man jetzt nicht den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, zumal dem wissenschaftlichen Nachwuchs auch noch aufbürden kann. Sondern ich denke, dafür brauchen wir auch eine Professionalisierung dieser Wissenschaftskommunikation, eine bessere Ausbildung der Forscher selber, dass sie dazu auch befähigt werden, aber auch eine entsprechende Einplanung von solchen Mitteln in der Forschungsförderung. Dass man auch als Wissenschaftler von Beginn an ja auf diese Hilfen zurückgreifen kann und ja vielleicht schon zum Start eines Forschungsprojektes, bei dem absehbar ist, dass es einmal zu umstrittenen Ergebnissen führen wird, dass dann auch frühzeitig schon eine gesellschaftliche Diskussion möglich ist. Oder Bürger einfach eingeladen werden, ja, mal das Ganze in Augenschein zu nehmen oder Fragen zu stellen. Meine letzte Frage.
In der Corona-Pandemie haben trotz aller Gegenstimmen VirologInnen und EpidemiologInnen den öffentlichen Diskurs bestimmt. Könnte das über Corona hinaus die Wissenschaft wieder aufwerten? Und ist das vielleicht das Ende des postfaktischen Zeitalters, also der gefühlten Wahrheit? Das würde ich jetzt nicht glauben, weil das Thema der Pandemie einfach auch nochmal ein Sonderfall ist. Erstens macht natürlich solche Gesundheitskommunikation, erzeugt einfach eine stärkere Betroffenheit bei den Menschen, ist darum ja auch das wichtigste Thema im Bereich Wissenschaftskommunikation. Das sieht bei anderen Themen eben wie beim Klimawandel, der deutlich abstrakter ist oder geschweige denn von anderen Themen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen, sieht das schon anders aus. Und ich meine, wir haben natürlich auch erlebt, wie gerade auch in der Corona-Pandemie schon auch sehr stark mit Emotionen der Angst und der Panik kommuniziert worden ist. Ob das im Einzelfall notwendig ist oder nicht, will ich hier gar nicht beurteilen. Aber ich denke, das hat natürlich schon dann auch dazu geführt, dass die Leute dann gemerkt haben, wie abhängig sie sind von den Expertenmeinungen und da auch ein erstaunlich großes Vertrauen entwickelt haben. Ich denke, aber das könnten sie ja erhalten, zum Beispiel dann in puncto Klimawandel. Wenn es gelänge, ähnlich aufzuzeigen, wie persönlich betroffen jeder Einzelne von uns vom Klimawandel ist, dann wäre das vielleicht möglich. Was wir derzeit erleben, ist, dass der Klimawandel ja etwas ist, was bisher für die meisten Menschen irgendwie nur in der Statistik der Forscher existiert. Mhm. Und was wir hierzulande nicht erleben, was dann eben auch möglich macht, dass Donald Trump sagt, ja, wieso, in New York schneit's. Mhm. Also ich sehe hier keine Erwärmung, ne? Und bei uns gerade in Europa sind die Folgen bisher nur für Spezialisten oder vielleicht für Landwirte spürbar, ja, die das schon ein bisschen merken. Ansonsten haben wir es auch da mit gefühlten Wahrheiten zu tun. Ja, es irgendwie war früher mehr Schnee oder so. Ja. Aber ist das jetzt schon der menschengemachte Klimawandel? Ich glaube, da ist immer noch viel Skepsis bei den Leuten, weil die Wirkungen einfach noch nicht stark genug sind. Das ist das Dilemma der Klimawandeldebatte, dass es für die Leute erst dann nachvollziehbar wird, wenn es zum Handeln zu spät ist. Mhm. Wie erzeugen wir jetzt diesen Handlungsdruck, wo die Folgen noch nicht so absehbar sind? Das ist genau das Problem. Ich meine aber auch, dass wir erlebt haben, wenn man mit zu viel Angst und Panik an dieses Thema herangeht, indem man traurige Eisbären auf schmelzenden Eisschollen zeigt, dann erzeugt das bei den Menschen auch ein Gefühl der Ohnmacht, was letztendlich kontraproduktiv ist. Und dann machen sie eher dicht. Ja, und dann entsteht so ein Fatalismus, wir können sowieso nichts dran machen. Aber worum es ja gerade geht, ist die Bevölkerung dafür auch zu motivieren, eben mitzumachen und zu schauen, wo sie sich selber engagieren können, wo sie ihren Lebensstil klimafreundlich ändern können, sei es nur durch den Verzicht auf das Auto oder auf Flugreisen oder auf Fleisch oder ähnliches, ja. Und das sind ja genau diese Dinge, die diesen Zorn auch hervorrufen. Dass die Leute sagen, ja, wie jetzt, ich soll jetzt dafür verantwortlich sein, dass ich hier das Klima erwärme, ne? Das sind auch ethisch gesehen sehr schwierige Zusammenhänge, die vielleicht auch nicht so mittelbar einsichtig sind und die, denke ich, auch nicht auf den Einzelnen abgeladen werden können, sondern die auch ein gesamtgesellschaftliches, wenn nicht globales Handeln auch erfordern. Frau Serong, vielen Dank für das Gerne. Gespräch. Der BRDW-Cast.